Endlich startet die dritte Liga wieder durch und dabei treffen am ersten Spieltag gleich zwei neue Gesichter aufeinander. Zweitliga-Absteiger Regensburg trifft im bayerischen Duell auf Aufsteiger Unterhaching. Mit dabei wieder Joe Ennox, über 250 Mal bei ER, Trainer an der Seitenlinie in der dritten Liga, zuletzt ja auch bei Zwickau. Rein ins Spiel, Regensburg in Weiß und Rot, von Beginn an druckvoll mit vielen Neuen, unter anderem mit ihm hier, Elias Huth. In der 12. Minute mit seinem Kopfball aus Aue gekommen. Salah bringt ihn im Spiel und der Kopfball dann nicht von schlechten Eltern. Und Vollert bringt gerade noch so die Pranke. Immer wieder die Regensburger. Haching versteckt sich zwar nicht, aber viel Vorchecking. Gerade über rechts über Salah. Der nimmt den Kopf nochmal hoch und findet Christian Viel. 1:0 in der 20. Minute. Viel zu viel Platz beim Flanken für Benedikt Salah. Gar keinen Druck vom Gegner und dann auch in der Mitte weit und breit kein Gegenspieler bei Christian Viel, der nicht gerade aufgefallen ist in der Vergangenheit durch besonders viele Tore. Aber hier stiehlt er sich aus dem Rücken von Schiffball frei und netzt. Nein, nur 4 Minuten später. Langer Ball von Deuter. Vollert auf Aaron Keller. Sein Profidebüt und dann gleich der Treffer zum 1:1. In der 24. Minute. Das geht natürlich viel zu einfach aus Regensburger Sicht. Der lange Schlag vom Achinger Keeper und dann Keller ab ins Glück. Der 19-Jährige, der hier mustergültig bedient wird vom Keeper. Klasse An- und Mitnahme und dann ein super Abschluss. Haching kommt immer besser in die Partie. Es ist aber ausgeglichen. Der Neue bei Regensburg und auch neuer Kapitän Geipel auf Dominik Kota. Dominik Kota! In der 30. Minute drüber, so stark er immer wieder in der dritten Liga. Ja, letzte Saison noch für den SV Waldhof, aber zu selten trifft er das Tor. Dann Halbzeit, Hachings neuer Trainer Marc Unterberger, zuletzt für die U19 noch. 13 Jahre unter Haching am Stück. Ihm fehlen allerdings wichtige Lizenzen, unter anderem die Pro-Lizenz, die er braucht für die dritte Liga. Man ist im Austausch mit dem DFB, um eine Lösung zu finden. Zweiter Durchgang, Haching kommt gut aus der Kabine. Lattentreffer von Matthias Fetsch. Der erfahrene Stürmer wird hier auch super bedient. Der eingewechselte Skalatidis auf Weidner und der mit der mustergültigen Flanke und dann mit dem Oberschenkel aus kürzester Distanz. Hier sehen wir es von Fetsch und Gebhardt. Ja, auf dem Posten, aber das war schon scharf. Ein Hin und Her, ein Abnutzungskampf. Beide Seiten richtig stark, aber das Tor wollte nicht fallen. Was für eine Chance. Dominik Kota, Christian Viel in der Mitte. Aber die Wiederholung relativiert. Der Ball wäre hier neben das Tor gegangen und trotzdem so viel leeres Tor vor Christian Viel. Der hätte hier eigentlich seinen zweiten Treffer der Partie machen müssen. Regensburg auch mal via ruhenden Ball. Eisenhut und dann der Abschluss von Bulic. Erst einmal geklärt. Top-Chance für den Zentraldefensiven. Und auch dann in der direkten Folge dieser Abschluss noch von Eisenhut nur ans Außennetz. Zu selten dieser ruhende Ball, gefährlich genug von den Regensburgern. Da gab es einige Gelegenheiten, aber hier auf dem Posten René Vollert. Schlussphase, 81. Minute. Die Hachinger wollten auch noch dieses eine zweite Tor. Es war auf Messers Schneides. Galatidis abgeblockt. In der Mitte kommt der Ball dann zu Schiffball. Raphael Schiffball, der Innenverteidiger, der einzige externe Neuzugang der Spielvereinigung. Hier fast noch mit dem 2:1. So bleibt es beim Unentschieden. Ja, ich glaube, dass beim Debüt dann ein Punktgewinn schon schön ist. Und wenn ich schaue, wie die Fans gerade feiern mit der Mannschaft. Wir haben unter der Woche gesagt, wenn wir hier einen Punkt mitnehmen, wären wir total zufrieden, weil es einfach ungleiche Voraussetzungen waren. Wir kommen von unten, die von oben. Ganz kleiner Etat, ganz junge Mannschaft. Deswegen nehmen wir den Punkt ganz, ganz gerne mit. Ja, Mike, Unterhaching nicht unterschätzt. Das ist eine richtig gute Mannschaft. Da werden halt viele andere Mannschaften halt Probleme mit denen haben. Und deswegen mit der Leistung sind wir halt einverstanden. Ja, mit dem Resultat, ein Punkt nehmen wir mit, das ist okay. Aber wir hätten gerne halt für unser tolles Publikum halt einen Heimsieg eingefahren. Die Oberbayern aus Unterhachingen führen also einen Punkt aus der Oberpfalz. Beide Seiten hatten Gelegenheiten auf den Sieg. So endet das bayerische Duell 1:1. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.